1:1 im Spiel Austria gegen WSG Tirol. Ja, Manfred Schmidt, ich darf dich bitten um ein kurzes Statement zum Spiel. Ich denke, man kann zufrieden sein durchaus. Ja, ich glaube, dass der Punkt am Ende hoch verdient war. Die Mannschaft hat eine gute Reaktion gezeigt auf das Spiel am Donnerstag. Darf man nicht vergessen, dass wir eine schwierige Reise hinter uns haben. Wir haben phasenweise leider sehr unglücklich agiert. Das heißt, zwei Stangenschüsse, viele Chancen vergeben. Und dann meiner Meinung nach eine unglückliche Entscheidung in der 40. Minute, wo Mandy Fischer zurückgepfiffen wird und für mich eine klare Fehlentscheidung ist. Ja, grundsätzlich bin ich zufrieden auf diese Leistung und das ist eine Leistung, auf die wir aufbauen können. Dankeschön. Meine Fragen bitte, bitte, Peter. Ohne Mikro. Anschließend, das hast du gesagt, dass das jetzt skurrile 40. Minute. Ich wurde jetzt aufgeklärt, ich war der Meinung, für was haben wir den Videoschiedsrichter, abwarten, was passiert und dann entscheiden. Ich wurde jetzt aufgeklärt, dass das natürlich nicht der Fall ist. Wisst ihr eigentlich, wie das, wann der Videoschiedsrichter wann eingreift? Oder ich sag so, macht das Ganze ja keinen Sinn mehr. Eigentlich meiner Meinung nach auch nicht. Wenn ich hergehe, ich kenne es nicht anders, dass die Aktion fertig gespielt wird, dann schaut man drauf, war es eine Fehlentscheidung oder nicht und dann wird die Entscheidung getroffen. Also man muss ja, für das gibt es ja den Videoschiedsrichter, die Möglichkeit überhaupt geben, dass ich das korrigieren kann. Wenn ich vorher abpfeife, dann besteht die Möglichkeit dazu nicht mehr. Also wird mit der Sora erklärt, der Sora-Acher oder was war, es war keine Szene, wo der Videoschiri eingreift. Ich verstehe es auch nicht, ehrlich gesagt. Genau für das habe ich den Videoschiedsrichter. Also für mich war es eine klare Torschance für uns dadurch, wenn er es weiterlaufen lässt. Und dann ist es für mich eine Situation. Ja. Ja. Und vor allen Dingen kann das Spiel entscheidend sein. Und für uns wäre es eine klare Torschance gewesen. Und darum war es für mich eine Szene, die man überprüfen kann oder sollte. Ich hatte mich gerade auf die Entscheidung des Handspiels, wenn sie richtig war. Die Minuten später kann er mir gut und was helfen. Ja, eigentlich schon. Ja. Habt ihr da eine Schulung gehabt? Oder? Wir haben eine Schulung gehabt, ja. Also ich bin da. Du bist ja nicht der Einzige. Gestern, ja, es klingt sich ja. Ja, das ist das Problem. Und ich erwähne es ja in jedem Interview, dass man allen Leuten die Möglichkeit geben muss, sich daran zu gewöhnen. Ob das jetzt die Schiedsrichter sind, ob das die Betreuer sind, ob das die Spieler sind. Für die Zuschauer ist es ganz, ganz schwierig. Es war auch in Deutschland so, dass es ewig lang gedauert hat, die Entscheidungsfindung schwierig war, dass nicht ganz klar war im ersten Jahr, wann wird was gepfiffen oder wann wird nachgeschaut. Also das Wichtige wird sein, man muss den Schiedsrichtern die Zeit dazu geben, dass sie, ja, ist heute natürlich sehr bitter, aber die Chance muss man ihnen geben und dann muss man ganz klar und ein bisschen schneller entscheiden. Weitere Fragen, bitte. Thomas Muck. Manfred, zuerst einmal Glückwunsch zum hochverdienten Punkt. Vielen Dank. Und wenn man die zweite Halbzeit sieht, kann man durchaus von einer charakterlich sehr starken Leistung der Mannschaft sprechen, weil auch wenn es immer wieder die Rückschläge mit diesen knappen Schnittentscheidungen vom Schiedsrichter gegeben hat, man hat nie das Gefühl gehabt, dass sich die Mannschaft hängen lässt. Man hat immer das Gefühl gehabt, da war eine gewisse Wut dabei, dass man das Spiel trotzdem gewinnen will. Ja, auf jeden Fall. Also charakterlich war das total in Ordnung. Man darf die Reise nicht vergessen, man darf das Spiel am Donnerstag nicht vergessen und diese Energieleistung und diese Leidenschaft, die sie an den Platz gelegt haben, das war wirklich sehr, sehr gut. Da können sie stolz drauf sein. Und was wichtig war, dass wir heute als Mannschaft aufgetreten sind und das war Donnerstag nicht der Fall und deswegen hat es heute auch besser ausgesehen. Stefan Ellerer. Eigentlich dieses katastrophale Auftreten und hätte, je länger das Spiel gedauert hat, umso sicherer wurde die Austria. Wie kann man das erklären? Ja, ist schwierig. Du brauchst halt ein paar Erfolgserlebnisse. Also wenn man Island hernimmt, dann war es so, dass das mit dem Gegentor eigentlich alles zerfallen ist. Und dann hat es lange Zeit gedauert, bis wir zurückgekommen sind. Heute war der Fall, dass wir ja eigentlich ganz gut im Spiel waren, viele Chancen herausgespielt haben, die leider nicht genützt haben. Und da kommst du halt in so einen Flow rein, aber ich sehe ja topfitte Mannschaft, das ist ein körperlich top, das hat man heute gesehen. Wir haben versucht, mit unseren Wechseln so einzuwirken, dass man frische Spieler immer wieder reinwirft zu gewissen Zeitpunkt, weil das notwendig war. Aber die anderen haben sie auch voll ausgepumpt und deswegen
war das eine sehr, sehr gute Leistung. Ich habe noch eine Frage, ich weiß nicht, ob du es schon weißt, Kapfenberg auswärts, was sagst du zum Los? Vielleicht mir, das spielt zum Beispiel gegen Rapid. Ja, also ich habe es jetzt gerade gehört. Ja, sehr, sehr spannendes Los, kein einfaches Los. Man weiß, dass Kapfenberg zu Hause stark ist. Es wird sicher keine einfache Geschichte, aber wir werden so wie in jedem Spiel hochkonzentriert angehen. Wir werden dem Gegner mit Respekt gegenübertreten und werden versuchen, da eine Runde weiterzukommen. Bitte. Manchmal nach die letzten Tage waren turbulent. Ich glaube, da braucht man sich nichts vormachen. Nach dem Resultat gibt es jetzt zumindest ein bisschen Ruhe. Wie sehr freust du dich jetzt einmal auf eine halbwegs ruhige Arbeitswoche? Ja, in erster Linie turbulent, das Gefühl habe ich nicht gehabt. Also ich habe nicht erwartet, dass das alles einfach wird. Also ich bin nicht dahergekommen mit dem Gefühl, dass ich sage, ich komme daher und alles läuft wie geschmiert und es gibt keine schwierigen Situationen. Ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass es unruhig wurde. Wir intern haben immer Ruhe bewahrt. Wir versuchen immer weiterzuarbeiten, die Spieler zu entwickeln und deswegen habe ich das Gefühl gar nicht gehabt. Okay, lassen wir den Gästetrainer auch. Thomas, bitte. Nein, also in Wahrheit haben wir nichts Neues ausprobiert. Das ist was wir schon gespielt haben. Es ändert sich ja nicht so viel, wenn man 4-2-3-1 spielt oder ein 4-3-3. Das dreht sich praktisch in der Mitte nur das Dreieck. Das haben wir auch versucht, im Spiel immer wieder zu ändern. Grundsätzlich war ich mit der Leistung sehr, sehr zufrieden. Ja. Aber zu den Umstellungen noch, genau, ich wollte nur... Mir ist ganz, ganz wichtig, dass diese Umstellungen, die ich gemacht habe, das waren nicht die Sündenböcke. Es haben viele Spieler schlechte Leistung gebracht und diese Spieler, die heute nicht gespielt haben, das hat andere Gründe. Weil Djuricin hat die halbe Saisonvorbereitung nicht mitgemacht. Er hat einen gebrochenen Zeh gehabt. Teigl war halt ein bisschen unglücklich in Island. Aber grundsätzlich hätte ich viele Spieler auswechseln können. Und die zwei lasse ich mir nicht zu Sündenböcken machen. Das waren sie nicht und sie haben eine tolle Leistung gebracht, als sie ins Spiel gekommen sind. Ja, nein, wir wollten einfach Ballbesitz haben, spielerische Linie reinbringen, vorne rein, Bälle durchstecken. Das sind zwei Spieler, die das können und einfach torgefährlicher werden und das ist uns auch gelungen. Okay, dann Dankeschön. Schönen Abend, lassen wir den Gästetrainer noch. Okay.